Der US-Tech-Index Nasdaq schließt den schlechtesten Monat seit 2008 ab. Und in dieser Situation kaufe ich kräftig nach mit mehr als 4.800 Euro in zwei ETFs, einer Aktie, drei P2P-Krediteplattformen, ein Startup und sogar 20 Coins. Alle Details gibt es jetzt im Portfolio-Update. Damit herzlich willkommen bei Northern Finance. Mein Name ist Alex Black. Ja, mein Ziel diesen Monat war es, etwa 200 Euro in Startups zu sparen, 600 Euro in P2P-Kredite und 3.200 Euro in ETFs und gegebenenfalls Aktien. Diese Ziele habe ich alle massiv übertroffen. Und wie genau und wo zeige ich dir jetzt in diesem Portfolio-Update. Und wenn dir diese Transparenz gefällt, dann lass mir doch ein Like und Abo als große Unterstützung da. So verpasst du auch kein weiteres Video mehr. Gut, fangen wir erstmal an mit dem Umschichten, bevor wir auf die Neuinvestments eingehen. Ich ziehe mein Geld weiterhin aus Russland raus. Jetzt ist fast alles mittlerweile weg. Ich habe hier ja in P2P-Kredite investiert, unter anderem bei Quico. Hier habe ich 137 Euro abgezogen und das Ganze zu Estate Guru hingebracht. Wichtig ist hier zu sagen, ich habe mein Geld jetzt aus Russland raus, habe aber sehr gute Gewinne gemacht und kein Verlust. Also mit Russland hat man gut Geld verdient als P2P-Kredite-Investor und wer da weiter investieren will, kann das machen. Ich persönlich möchte das nicht, weil die Konsequenzen für mich aus den massiven Sanktionen hier auch viel, viel zu groß sind. Die Wirtschaft wird dieses Jahr vielleicht sogar 10% in Russland einbrechen, das BIP, das Wirtschaftsprodukt. Und ja, das ist für mich einfach eine Umgebung, in der ich nicht investieren möchte, auf gar keinen Fall sogar. Kommen wir damit aber jetzt mal zum Neuinvestment und fangen mit den P2P-Krediten an. Danach gehen wir auf ETFs, dann Aktien und dann weiteres. Ich habe 205 Euro zu Bondora Go and Grow überwiesen. Hier habe ich ja 6,75% Rendite mit täglicher Liquidität. Ich bin da sehr happy mit. Und habe jetzt am 29. April 7.609 Euro investiert und täglich 1,36 Euro Zinsen, die mir hier gut geschrieben werden. Bondora wird jetzt nur noch langsam erhöht, denn ich möchte auch bei anderen P2P-Krediteplattformen auf dieses Level kommen. 7.600 Euro, da fühle ich mich bei Go and Grow aktuell sehr wohl, das gefällt mir. Aber jetzt werden erstmal die anderen aufgestockt. Meinen ganzen Guide zu Go and Grow, meinem Lieblingsprodukt bei P2P-Krediten, habe ich dir übrigens hier verlinkt und auch unten in der Videobeschreibung. Jetzt kommen wir aber mal zu Estate Guru. Hier habe ich auch investiert, 250 Euro neu. Hier investiert man ja in Immobilienkredite und jetzt habe ich dort 5.448 Euro investiert bei etwas über 10% Rendite nach Ausfällen und Rückholung. Ja, hier bin ich auch sehr happy mit dem Produkt. Es klappt alles. Die Deutschland-Expansion ist weiter sehr gut am Laufen. Und im März hatte ich hier über 45 Euro Zinsen. Jetzt waren es aber im April nur noch 17 Euro. Also etwas weniger. Das schwankt immer so ein bisschen, je nachdem, wie viele Projekte in einem Monat enden. Aber allgemein zeigt der Trend ganz klar nach oben bei den Zinsen. Meinen Erfahrungsbericht habe ich dir auch hier nochmal in der Infokarte verlinkt und auch unten in der Videobeschreibung mit allen Details, Steuern, Autoinvest, alles, was dazu gehört. Danach, meine letzte P2P-Kredite-Investition waren 500 Euro nochmal zu Income Marketplace. Damit habe ich meine Position jetzt verdoppelt. Hier verdiene ich 12% Zinsen. In Konsumkredite investiere ich hier. Und ich habe jetzt 1.008,30 Euro in 110 Kredite investiert. Und wie wir hier sehen, sind 12% der Kredite mindestens einen Tag verspätet. Also die sind spät dran, die Kredite. Aber das ist kein Problem, weil die Rückkaufgarantie hier so gut klappt. Und ja, die Rückkaufgarantie auch deutlich besser ist als bei Mintos aufgrund von vielen Sicherheitsstrukturen, die es so sonst am Markt nicht gibt. Also hier habe ich am meisten erhöht diesen Monat bei Income Marketplace. Hier fühle ich mich am wohlsten, wenn es um Konsumkredite geht. Und das ist ja ein neuer Player hier, wo man wirklich hohe Zinsen bekommt, bei meiner Meinung nach deutlich besseren Sicherheiten. Mein Erfahrungsbericht habe ich dir wieder hier verlinkt und auch unten in der Videobeschreibung. Ja, damit habe ich dann 955 Euro in P2P-Kredite investiert, statt der geplanten 600. Das ist schon mal sehr, sehr cool. Weiter geht's jetzt mit meinen ETFs. Da habe ich ja meine Weltportfolio-Strategie. Hier habe ich 12-mal meinen Vanguard FTSE Developed World für 78,86 € gekauft. Und damit sind das dann 947,57 € inklusive 1,25 € an Gebühren.
Dann habe ich nochmal meinen Emerging Markets gekauft. Zu einer Weltstrategie gehören ja immer zwei Teile, Developed World und Emerging Markets. Also 18 Mal noch den Emerging Markets dazu für 55,53 € und damit insgesamt 1.079 €, inklusive wieder 1,25 € an Gebühren. Gewohnt also wieder meine 50-50-Gewichtung in etwa, die ich hier einhalten möchte zwischen Emerging Markets und Developed World. Und da ich keine halben Anteile kaufe, schwankt das so ein bisschen, aber 50-50, so soll das dann am Ende im Portfolio grob immer sein. Und jetzt kommen wir zu meiner ersten Einzelaktie. Seit mehreren Jahren habe ich jetzt das erste Mal wieder eine Einzelaktie gekauft. Und das ist ein richtig spannender, ja, spekulativer Titel auch, wo ich aber meine, dass der ein ordentliches Potenzial hat und ich mich in dem Feld, wo sie sich bewegen, auch gut auskenne. Es handelt sich um Wise, früher TransferWise genannt. Und Wise ist ein globaler Zahlungsdienstleister aus Estland mit mittlerweile über 3.000 Angestellten und 12 Millionen Kunden sowie knapp 1 Million Firmenkunden. Wise ist bekannt für seine super günstigen Konditionen bei Zahlungstransfers. Hier sind sie tatsächlich die günstigsten weltweit. Und auch meine Lösung fürs Geschäftskonto, auch für zahlreiche andere Selbstständige und Unternehmer, die ich so kenne, die sind alle sehr zufrieden mit diesem Produkt, aber eben auch für viele Privatkonten, vor allem wenn man Geld in mehreren Währungen verschickt, erhält oder wie auch immer damit umgehen muss. Das ist sehr, sehr günstig und einfach mit Wise möglich. Mittlerweile sogar in 53 Währungen habe ich mal nachgeschlagen in all diesen hier, die gerade eingeblendet werden. Also vielleicht ist das auch was für dich. Und die Wise-Aktie beobachte ich schon länger, muss ich zugeben, seit ihrem Börsengang. Letzten Herbst war das. Da waren sie mir aber viel zu hoch bewertet. Deswegen habe ich ja gezögert, habe nicht gekauft. Das kann man auch mal machen, finde ich. Und hat sich ein bisschen gelohnt. Wir haben hier nämlich eine schnelle Wachstumsaktie, die jetzt ordentlich einknickt es aufgrund der allgemeinen Marktlage, auf die wir auch gleich nochmal eingehen werden. Aber die Fundamentaldaten sind für mich super duper interessant und fangen wir mal damit an mit dem Umsatz. Den haben sie nämlich um 39% letztes Jahr gesteigert, von 302 Millionen auf 421 Millionen britische Pfund. Gewinn um 45% erhöht, von 16,6 auf 24,1 Millionen Pfund. Und die Marge von 62% ist weiterhin sehr hoch und sehr stabil, was eine super schöne Sache ist. Und für mich auch wichtig, wir haben hier eine Aktie, bei der die Gründer weiterhin hohe Anteile der Aktien halten und damit auch mit ihrem eigenen Kapital am Erfolg der Firma ganz wesentlich beteiligt sind. Wenn es der Firma gut geht, geht es ihnen gut. Wenn nicht, dann eben nicht. Also tun sie alles dafür, dass es der Firma gut geht. Und der Gründer ist gleichzeitig auch CEO, schon seit Anfang der Firma. Und das gefällt mir auch sehr gut. Hier handelt es sich um Christo Kehrmann. Er hält 18% der Aktien. Und der Mitgründer von ihm, Tawed Henricus, hält 9%. Aber die Aktie war mir immer zu teuer. Jetzt ist sie aber um 58% seit Börsengang gefallen und für mich ein Kauf gewesen. Die Marktkapitalisierung ist damit von etwa 11 Milliarden auf 4 Milliarden Pfund gefallen. Das ist für mich eine gute Ergänzung zum allgemeinen Startup-Portfolio, das ich mir aufgebaut habe, das eben im Fintech-Bereich ist, also Finanztechnologie. Da kenne ich mich aus, da bin ich täglich drin unterwegs, auch mit den P2P-Krediteplattformen, mit den ganzen Kooperationen, die wir hier machen. Ich mag diese Szene und verfolge sie schon lange. Und jetzt habe ich auch meine Aktie gekauft, die eben börsengehandelt ist davon, Wise. Und ich bin mal sehr gespannt, wie das so läuft. Aber der Grund für den Verlust hier bei der Aktie ist, Tech-Firmen, ja, verlieren einfach in einem Umfeld von steigenden Zinsen viel an Wert, weil zukünftige Gewinne deutlich weniger wert sind, wenn die Zinsen eben steigen. So ist es auch bei Wise gewesen. Ich meine, ein großer Teil vom Zinsanstieg ist hier schon im Preis von der Aktie mit drin, deswegen habe ich gekauft. Und der Unterschied zu vielen anderen Tech-Firmen ist natürlich auch, dass Wise seit mittlerweile, ich glaube, 5 Jahren profitabel ist, eine hohe Marge hat und die Profitabilität auch jedes Jahr steigern kann, was mir sehr gut gefällt. Also sie sind nicht defizitär, was ein großes Risiko hier bei den Tech-Aktien auch rausnimmt, die gerade extrem unter Druck kommen.
Wise hat 62 internationale Banklizenzen, mehr als jeder Mitbewerber, das ist auch interessant zu wissen, zum Beispiel Revolut. Damit können Sie dann Überweisungen innerhalb der Gruppe sehr, sehr schnell durchführen und müssen es nicht über andere Banken durchleiten, das Geld, sondern intern in der Gruppe wird das Ganze gemacht und dadurch ist das Ganze viel schneller und günstiger als bei jeder Konkurrenz. Und Investoren sind hier neben bekannten Venture Capital Fonds auch Peter Thiel, das ist der Mitgründer von PayPal, neben Elon Musk, und Richard Branson, der Gründer von Virgin. Auch auf Vergleichsseiten, ich habe natürlich recherchiert, bevor ich die Aktie gekauft habe, und zwar mächtig, zum Beispiel, wenn man nach dem Thema sucht, beste Art, Geld international zu überweisen, eben auf Englisch bei Google, dann taucht auch Wise hier als erstes Ergebnis auf, was mir auch sehr wichtig ist, dass man einfach ein super Produkt hat, wenn man in eine Einzelaktie investiert davon. Die Aktie ist jetzt günstiger geworden, aber noch kein Schnäppchen, muss man sagen, weil sie eben eine schnelle Wachstumsaktie ist. Die wird man nie wirklich super günstig bekommen, wie ein bereits erwachsenes Unternehmen, was seinen Zenit bereits überschritten hat und jetzt einfach nur hohe Dividenden ausschüttet. Das ist weitaus eher planbar und die Bewertung ist dann niedriger. Bei Wise ist sie dann eben höher, da die größten Gewinne erst in der Zukunft kommen werden, in den nächsten Jahren. Wir haben hier aktuell einen Preis zu Umsatzmultiple von 8,6, was sehr hoch ist. Es ist deutlich niedriger als zum Börsengang, aber immer noch sehr hoch, muss man sagen. Also es ist ein sehr riskantes Investment, was ich hier mache. Und wie immer ist das auch hier keine Anlageberatung, sondern einfach nur meine Meinung. Konkurrent PayPal hat nur 4 und Western Union sogar nur 1,5. Allerdings wächst Konkurrent PayPal auch wesentlich langsamer mit aktuell 18% pro Jahr und das Wachstum wird nicht steigen, sondern sich sogar noch verlangsamen auf rund 16%. Und bei Western Union ist das Ganze noch viel, viel krasser. Meiner Meinung nach haben die auch ganz klar ihren Zenit überschritten. Und so viel erstmal dazu. Zusammenfassend, Wise ist hochprofitabel, super einfach zu nutzen, auch für mich persönlich, für viele, die ich hier kenne. Sie wachsen schnell und für mich haben sie starke Gründer an der Spitze und ein Kandidat für nachhaltiges, profitables Wachstum. Ich finde, der Aktienkurs hat so stark nachgegeben, dass sie für mich aktuell ein Kauf sind. Genau, ich habe also 250 Wise-Aktien zu 4,025 britischen Pfund gekauft, also insgesamt 1006,25 Pfund plus, dann kommt leider noch Steuern dazu, weil ich in Großbritannien gekauft habe, 5,03 Pfund Stempelsteuer sowie 3 Pfund an Gebühren. Wieso habe ich dann in London eigentlich gekauft? Der deutsche Markt für die Wise-Aktie ist nicht wirklich liquide. Hier hätte ich wahrscheinlich einen deutlich schlechteren Kurs bekommen und der Unterschied dann wäre wahrscheinlich größer gewesen, als wenn ich einfach in London kaufe und dann noch die Stempelsteuer obendrauf zahle. Das ist der Grund hier. Auch wenn es weh tut. Somit habe ich dann 3.155,84 Euro in ETFs und eben diese eine Aktie von Wise investiert. Die 45 Euro Unterschied zum Ziel, ja, die sind gegeben. Allerdings habe ich das Geld aufs Depot eingezahlt und das wird dann nächsten Monat verwendet. Also hier habe ich mein Ziel von 3.200 Euro erreicht. Aber da hört es nicht auf. Ich habe auch noch in Startups investiert und zwar 500 Euro in Estate Guru, die ich auch eben bei den P2P-Krediten erwähnt habe. Ich habe das Ganze auch in einem YouTube-Post und Instagram-Post noch mal ein bisschen weiter erklärt. Aber hier habe ich investiert in ein Wertpapier, das zu Eigenkapital konvertiert wird, also nicht direkt ins Eigenkapital, sondern das wird erst bei der nächsten Finanzierungsrunde in Eigenkapital konvertiert mit 20% Rabatt auf den Kurs, den man dann eben bekommt. Das heißt, ich habe einen 20% Rabatt im Vergleich zu dem, was dann der Kurs in der nächsten Finanzierungsrunde ist. Wieso macht Estate Guru das? Sie haben sich damit jetzt eine Zwischenfinanzierung gesichert von rund 1 Million Euro bis zur nächsten Finanzierungsrunde. Dafür gibt es dann einen kleinen Rabatt von 20% für die Leute, die sich an dieser Zwischenfinanzierung hier beteiligen. Damit habe ich dann 1.960 Euro ins Eigenkapital von Estate Guru investiert über mittlerweile 3 Runden. Dann habe ich auch noch einen Krypto-Sparplan gestartet tatsächlich. Endlich bin ich mal im Krypto-Game mit drin. Das war ich ja lange nicht, aber jetzt haben wir eine schlechte Marktphase und da ist meiner Meinung nach ein Sparplan besonders interessant, da man sich eben einen schönen Durchschnittspreis sichern kann. Und das mache ich nicht nur bei einem Coin, nicht nur bei Bitcoin oder Ethereum, sondern bei den 20 größten Coins nach Marktkapitalisierung, was ich besonders interessant finde. Also hier haben wir so eine Art ETF-Ansatz, wobei wir kein ETF selbst nutzen, sondern die Coins wirklich kaufen.
hier habe ich die Coins, wie gesagt, nach Marktkapitalisierung gewichtet. Und hier seht ihr mal die Prozentzahlen und wie viel von meinen 200 Euro eigentlich in welchen Coin jetzt geflossen ist. Das war ein Einmalkauf, aber ab jetzt geht eben ein Sparplan los. Das mache ich mit dem deutschen Anbieter Coindex und der ist auch in Deutschland reguliert, genauso wie alle Partner, mit denen sie hier zusammenarbeiten, wie unter anderem die Sutor Bank, die auch natürlich BaFin-Lizenz und alles, was man dafür braucht, haben, was ich sehr, sehr gut finde. Die Kosten hier sind insgesamt 1,5% für den Sparplan, also etwas günstiger als bei Bitpanda zum Beispiel. Da sind alle Kosten dabei, inklusive professioneller Verwahrung bei der von der Heide Bank, die ebenfalls BaFin reguliert ist. Und die Sparplankosten für den Index sind hier auch enthalten, wie auch die Kaufabwicklung durch die Sutor Bank. Und sonst gibt es hier keine Kosten, also 1,5%. Das zahlt ihr und das war's dann. Wenn es für dich interessant ist, ich werde dazu auch noch mal einen ganzen Testbericht sehr wahrscheinlich machen. Den Link findest du jetzt aber auch schon unten in der Videobeschreibung, wenn du dich anmelden möchtest. Damit unterstützt du meinen Blog und meine Arbeit hier. Und so viel jetzt erstmal dazu. Ich habe jetzt also auch den Krypto-Sparplan neben meinem ganz normalen ETF- und P2P-Kredite-Sparplan. Ich bin mal gespannt, wie das so läuft. Aber ich plane hier so ja, mindestens 3-4 Jahre zu investieren, wenn der Kryptomarkt jetzt nicht komplett durchdreht und ja, gen Null geht, dann werde ich das so fortsetzen. Gut, insgesamt fassen wir mal zusammen, habe ich damit 4.855 Euro im April investiert und eben noch ein bisschen was umgeschichtet, aber das zähle ich jetzt mal nicht dazu. Und damit bin ich deutlich über dem Ziel von 4.000 Euro, um genau zu sein, 21% über dem Ziel. Der Durchschnitt liegt damit aktuell bei 120% vom Ziel, jetzt im vierten Monat des Jahres. Damit habe ich ja das Jahr sehr, sehr gut gestartet, muss man sagen. Ich bin sehr zufrieden mit den Werten bisher und das ist einfach nur super. Und ja, nebenbei ist das auch ein neuer Rekord an Sparplansumme pro Monat. Also ja, ich freue mich echt, dass mir das aktuell möglich ist. Da bin ich auch sehr dankbar für. Und das ist nicht selbstverständlich, dass ich so viel Geld jeden Monat sparen kann. Aber wenn ich es kann, dann mache ich es auch. Damit habe ich bisher dieses Jahr 17.000 Euro gespart und ich bin auf einem sehr guten Weg, die 50.000 Euro in 2022 im Sparplan auch zu erreichen. Und wenn wir 17.000 durch 4 teilen, kommen wir auf 4.250 Euro, die ich durchschnittlich jetzt im Monat gespart habe. Und 4.250 mal 12 sind 51.000 Euro. Das heißt, ich muss eigentlich gar nicht mehr den Sparplan erhöhen, wie ich es ja, Anfang des Jahres mir ausgemalt habe, dass ich Ende des Jahres dann eben mehr verdiene, auch mehr sparen kann. Das ist aktuell nicht mehr die Lage. Ich muss einfach nur das aktuelle Niveau halten, das ich durchschnittlich erreicht habe. Das ist also eine super, super Sache. Und ja, wieso habe ich diesen Anstieg überhaupt geplant? Ich habe einfach vermutet, dass das Geschäft am Ende des Jahres nochmal besser läuft als am Anfang des Jahres, weil es natürlich expandiert. Neben dem YouTube-Kanal habe ich natürlich auch die Website, die sehr, sehr stark wächst und hier eben auch einen guten Teil dazu beiträgt. So sieht das Ganze dann nochmal grafisch aus. In den letzten Monaten habe ich also gut in Startups investiert, im März nichts, aber gut, dann gab es halt keine Möglichkeiten, dann investiere ich auch nicht. Und jetzt habe ich wieder für fast 4 Monate genug investiert. Hier ist auch gut zu erkennen, wie viel das eigentlich war. P2P-Kredite, hier habe ich meine Werte ebenfalls deutlich übertroffen. Im Mai kann ich wieder ja, etwas langsamer hier vorgehen, wenn ich denn möchte oder ich versuche irgendwie wieder auf die 4.250 Euro insgesamt zu kommen. Hier sind wir aber auch nochmal, wenn wir genauer hinschauen, deutlich über dem Ziel. Und ETFs und Aktien, das ist am schwierigsten zu schaffen, muss man sagen, weil es einfach die höchste Summe ist, ganz klar. Aber ich schaue hier sehr positiv in die Zukunft, da wir bisher die Ziele immer sehr gut erreicht haben. Und wir sind bisher sehr, sehr gut auf Kurs. Das Ganze macht also Spaß. Mein Sparplan läuft aktuell sehr, sehr gut. Da bin ich wirklich sehr dankbar für. Wenn dir dieses Video gefallen hat, lass mir ein Like da und sag mir deine Meinung unten in den Kommentaren zu diesem Sparplan, der sich jetzt wieder etwas verändert hat mit noch ein bisschen Krypto dazu und einer Einzelaktie, nämlich Wise. Ich bin auf deine Meinung gespannt, freue mich auf den Austausch und damit wünsche ich dir jetzt eine sehr, sehr gute Rendite und bis zum nächsten Mal.